Herzlich willkommen zur ersten Folge fürs Marsch. Wir machen die Ernte auf Feld 1, 14, 2. Ja, erstmal. Feld 1 ist fast fertig. Der wird dann gleich auf Feld Nummer 15 anfangen. Müsste 15 sein. Und die 2 auch noch voll beschäftigt. Die 1 wird wieder kalt haben, aber das machen wir erstmal nach und nach. Wir machen nochmal die Ernte, das heißt aber auch die Ernte für die Wiese anfangen. Das heißt, ich werde mal gleich auf die zur Wiese gehen und da mal schauen, was die Wiese Ertrag bringt. Die hatte ja bei der vorigen Stufe Menge gehabt, hat sich nicht geändert. 2 Millionen. Gut, dann wäre das bestimmt, dann können wir sagen, dann wäre das sinnvoll gewesen. Wir hätten schon vor angefangen. Okay, das ist die Frage. Wir fangen jetzt nicht an, weil das einfach nicht praktisch wäre, in Anführungszeichen. Da läuft es und wir müssen sehen, wie unsere Maschinen wegkriegen hier. Da bin ich ganz richtig. Später nur noch den ganzen Stroh unser Lager fahren. Mischfutter zum Beispiel. Später auch normales Lager und Pelletfabrik. Da müssen wir noch die Pellets wegnehmen, damit der Kursfahrer der keine Probleme hat. Aber mit Stroh würde ich mir noch nicht einplanen. Sag mal so, da haben wir noch Zeit. Wir machen mal eine schöne, wertvolle Ernte reinfahren und dann können wir reden, wenn wir Stroh reinkriegen. Klar, wenn wir jetzt das Strohfeld freikriegen, 2 zum Beispiel, dann kann man darüber nachdenken, aber dann denken wir zur nächsten Folge. Die Stilfolge kann man nicht mehr. Weil einfach die Zeit fehlt. So. Wir werden mitfahren und gleich entsprechend umstellen. Reparatur braucht er immer nicht. Wenn hier Aufnahme läuft, schon 3 Minuten, und dann geht das. Bevor wir hier nicht fliegen, muss ich kalt werden. Das heißt aber auch, den wir mal einsteigen. Gab es eine Karambolage? Werden wir erstmal auch wegstellen. Wie gesagt, Kalken und so, das machen wir nebenbei. Anführungszeichen nebenbei. Ist die festgefahren? Nee, der hat sich nicht festgefahren, der hat sich im Kreis gefahren. Das ist das Problem. Spinde.
Das haben wir unfair. Schwerwiegend. Aber nichts tun können. Bei 5 Minuten. Also kurze Unterbrechung, kurze Pause, bis gleich. Gehen wir wieder. So, nochmal zurück. Fehler im System, wenn man so. Was genau weiß ich nicht. Dann würde ich mal Richtung Außenreich, Crossplay. Dass da noch einen Konflikt gab, vielleicht. Keine Ahnung. Weil auch gerade die Fahrzeuge gefahren sind. Ne? Jetzt haben wir kurz die Fahrzeuge einparken, nochmal zum Enter dafür. Ich musste kurz das Spiel abbrechen komplett und dann neu starten, weil die Fahrzeuge wie sie nicht mehr steuern und deswegen kurz neu starten. Ja, letzte Folge nachholen. Einmal da steht, wird zu sehen sein, aber gut. Ja, aber nicht tragisch. Also wir haben ja im Prinzip die Fahrzeuge eingeparkt gehabt, also ich muss jetzt auch tun. Also weiß ich nicht genau, wo es aufgetaucht und wo es beginnt. Das habe ich abgebrochen. Weil dann war die 46 auch noch nicht fertig gewesen. Und den 2% wollte ich dann nicht wieder hinfahren und So. Jetzt geht's zu den Feldern. So. Ja. Das zu dem Thema fertig, ne? Machen wir mal leer und dann starten wir gleich. Wir waren nämlich fast fertig gewesen auf 1. Gut, nicht gut, oder sagen wir so, nicht schön. Ja. Das war noch viel Schlimmeres. Den wahren Grund. Kann ich ihn rausfinden? Das kann ich mir zu wenig aus. Ich weiß, dass ich im 21er anders machen werde. Ich werde meine Mods, die ich nachreiche, prüfen und Fehler, wenn sie eher auf irgendwo Sachen haben. Ne? Ja, das ist die Kurs nicht gespeichert. Ne? Aber in dem Fall ist es nicht tragisch. Das ist ja nun kein fetten Strom. Das ist also ein Grund. Das ist ein Helfer arbeiten. Das schafft der Helfer genauso gut. Normaler Helfer. Ansonsten kann man genauso gut den Kursplay nochmal berechnen lassen und dann würde man ihn vorne ansetzen, wo der Kurs halt beginnt. So, okay. Und nochmal schön viel Advent. Wünsche euch. Ich habe morgen Samstag. Heute ist Freitag bei mir. 10:11 Uhr. Ich wollte eigentlich im Frühjahr aufhören. Aber gut, das schaffen wir noch. Ist ja halt so. Ne? So. Gehen wir in den Helfer. Genau. Warum fährst du noch eins? Ach, das kann ja gut sein. Da war bei Kursplay noch auf 1 gekommen, glaube ich. Da sind wir doch mal gefahren. Steigen, der war auch voll. So. Hier war ungefähr den Laster ungefähr voll. Da passen ja 150.000 Liter. Verkaufen werden wir jetzt nicht. Einlagern. Fertig. Ja. Dieselherstellung, ja, ich überlege noch. Lohnt sich fast nicht.
Hier werden wir eben auch mal wieder zurückfahren, das geht gar nicht anders. Kurz leben, zweite Anhänger müssen von anderen Seite kommen. Und das ist eh auch nicht eingestellt. Und das vorne voll machen. Wenn man auch mit Helfer arbeitet, dann ist das ganz gut. Schauen wir mal, was anmacht und wo. Das hat den Vorteil bei den Katzenbodenfällern, wenn du zwei zusammenarbeiten oder was, dann kannst du sie einzeln. Wäre viel schöner gewesen, wenn die Felder die Kappen mal so reich gewesen wären. Da hätten wir einen auf anderen gemacht. Hier ist das Prozent, 1,8, das geht. Hey, wie das? Gut, okay, da, einsteigen. Jetzt geht das weiter. Ich kann auch darauf machen, dass ich mit dem neuen Season nochmal. Dass der jetzt noch gefallen hat. Ja. Ja. Kann sein. Weil das lief in den alten Form gut. Ne? Achso. Höher einstellen. Okay. Genau. Jetzt gehen wir rüber auf. War er voll? Ja, aber auch voll. Der ist ja ganz hinten natürlich. Natürlich, ja, sonst sein, ne? Der ist auch voll. Dann fahren wir gleich zum Lager, was soll's. Das ist halt so, ne? Dann fangen wir mit Fuchs heute nicht mehr an. Das macht dann nicht keinen Sinn. Dann sind hier vier Getreidefelder und wir sind durch. Schade, dass man keine Ferkel erkennen kann, ne? Wo das die erste Mal sie eh in der Verbrauch sind. Ne? Wir würden nicht hier draußen noch mehr tun. Im ersten Tag. Und entsprechend. Getrennt von allen anderen. Oder Sau. Teil ist ein höherer Tag als bei Raps. Also Lenkrad werden, also Lenkrad werden sie, Pedal werden sie, das ist alles gut. Gehen. Darüber so ein Lexikon und dann wieder los, weil er so ein die Raps-Fahrzeuge. Anders hinten mal stehen beim 41. Also spätestens, wo die Erde begonnen hätte, hätte ich die Sache im Prinzip abschließen müssen und dann im Prinzip mich hier um die Erde kümmern müssen. So ich auch machen, immer wenn zum Beispiel jetzt hier Strohrad ist und erst gemacht, wenn das soweit ist, dann kann ich von anderen Aufgaben erledigen. Ich greife hier nebenbei. Drei Felder ist schon. Ich suche erst noch die Speicher.
Wollen wir ein oder geht's los? Die Motoren müssen wir ran. Ja. Darf ich nicht vergessen, dass man die beiden Folgen zusammenschneiden muss. Also die eine zu kurz, in 5 Minuten und alles zu kurz, so kurz mit 15. Ungefähr 15, ungefähr. So, Einsteller, kannst Gas geben, dass hier gespeichert ist. So. Jetzt mal schauen. Mit Gras brauche ich auch nicht mehr anfangen. Das bringt nichts. Wie sind denn die anderen Felder überhaupt? Die 44, wie ist das überhaupt da? Die wird garantiert auch spätestens Anfang Herbst reif. Und das auch. Weil das sind 23 oder 3 Gramm. Die 19 und 3 ist dunkelgrün. Was kostet 19 überhaupt? Die 19 kostet. Braucht man nichts. 800.000. Wir haben 190.000. Ihr wollt aber auch noch kaufen, Meister. Ist nicht wichtig, oder ist nicht wichtig, dass wir nachher. Ich wollte sagen, mehr gibt nicht, das ist schlecht. Und wir brauchen noch Geld für den Häcksler, also zumindest ein Ausleihen. Häcksler haben wir eigentlich, wir haben den 100 da. Wir brauchen nur ein Gebiss. So. 19. Kaufen. Nein. Hier ist das nicht. Dann kaufen wir später noch die 8 und die 9 und die 10. Und dann haben wir ein zusammenhängendes Gebiet. 11 wollen wir manchmal auch noch. Die Wälder vielleicht eher nicht. Jetzt hat er da hinten lang. Okay, es passt. So. Brauchen wir für Neuholland brauchen wir jetzt ein Maisgebiss. Mais, na Mais nicht. Und zwar, ja den nicht, der braucht einen Traktor. Für Neuholland. Kempner. Wie breit? Mhm. Paul Häcksler, das sind 9 Meter. Das ist hier. Krone hat 6 und der hat 9. Mod. Ja, 9 haben sie alle, ne? Was ist das für eine Pflanze? Ja, den kaufen wir gleich. Brauchen wir ja. Hauptsache das passt auch. Dann können wir nämlich anfangen. Dann müssen wir anfangen. Dann können wir das mal. Dann brauchen wir noch ein Silo. Ich glaube 3 Millionen ist los. Das ist jetzt ja. Silos. Mein Gott, die kosten nicht so viel, ne? Fahrsilo, 50 Euro am Tag. Und den macht immer noch voll. Mal sehen, vielleicht passt auch doppelt hin.
Da ist er auch schon, die BGH. Oder so ganz schön klappert, ne? Dann halt drehen. Na, da reicht eins aus, Mensch. Da brauchen wir keine zwei nehmen. Wo ist die Einfahrt? Da oben. Da können wir nämlich so schön. Passt doch gar nicht rein. Also das ist der Hammer, das passt doch gar nicht mehr rein. Riesenteil. Weil ich möchte mir aus dem Silo rausfahren und zu BGH reinfahren. Und das wäre ja im Prinzip, ja, soll ich sagen. Fahren wir mal anderen da. Wir haben nur eine kleinere. Das ist schon ein bisschen anders. Der erste war im Ganzen kleiner, aber kürzer. Weil da mussten nicht so komplett durchfahren und dann rausfahren wieder. Das würde eher gehen, weil da können wir nämlich einen nämlich zumachen und den nächsten dann beginnen. Dann kann man nämlich so schön, das könnt ihr nicht sehen, von da oben kommen, geradeaus, da wieder raus und zurück. Genauso im anderen Silo, da kann man auch noch heute vorbeifahren. Gebaut. Ja, da passt dann nämlich weiter durch. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und den Winkel, ciao. Ich wünsche euch noch einen Rest schönen Advent. Mögen euch der Weihnachtsmann gut gebaut sein und nachher heißt noch schön ledig sein und schön den Garten bringen. Und wird mal vollkommen anders, die ich noch aufnehmen muss. Und dann noch viele Wege wieder verschauen. Bis zum, ja, nächsten Mal. Tschüss.